herzlich willkommen aus dem BMZ zur Reihe Zeitfragen des Jahrhunderts. Heute geht es um SDG 15, das Leben an Land. Und um dieses Leben für die Zukunft zu sichern, ist es wichtig, die Biodiversität zu erhalten. Und wie das gelingen kann, das möchte ich heute mit Bundesminister Dr. Gerd Müller besprechen und mit Christoph Heinrich, der im Vorstand des WWF ist. Schön, dass Sie da sind. Zugeschaltet ist auch der Moderator und Journalist Dirk Steffens. Er ist auch Gründer der Biodiversity Foundation. Schön, dass auch Sie da sind. Und jetzt lassen wir erstmal die Bilder sprechen. Biologische Vielfalt ist die Basis unseres Lebens. Sie ist die Voraussetzung für Nahrung, gute Luft, sauberes Trinkwasser und Schutz vor Naturkatastrophen. Die Natur liefert uns Leistungen im Wert von jährlich bis zu 140 Billionen US-Dollar. Mehr als 1,5-mal so viel wie das weltweite Bruttoinlandsprodukt. The forest plays a vital role for the livelihood of the communities. Over 90% of the community people use the forest to feed their families. Doch unser Land- und Ressourcenhunger bedroht die biologische Vielfalt. Wir erleben das sechste große Artensterben in der Erdgeschichte. Das erste menschgemachte. Von den weltweit etwa 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten sind rund 1 Million vom Aussterben bedroht. Mit gravierenden Folgen für uns Menschen. Vor allem für die Menschen in Entwicklungsländern. Sie leiden besonders unter den Auswirkungen der Naturzerstörung. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen handeln. Wir sind die letzte Generation, die den Planeten retten kann. Eu me comprometo a cuidar da biodiversidade porque realmente assim não existe outra escolha. Pra gente continuar sendo parte desse planeta, a gente precisa mesmo proteger a nossa biodiversidade. Wir brauchen eine weltweite Trendwende. Wir alle müssen deutlich mehr in den Naturschutz investieren. Wir müssen im Einklang mit der Natur wirtschaften. Wir brauchen eine gerechte Verteilung der Gewinne aus dem Naturerhalt. Und wir brauchen Allianzen aus Wirtschaft, Regierungen und Zivilgesellschaft, die zeigen, unsere Aktionen verändern die Welt. Für die anderen Partner, les décisions que vous prenez maintenant, ce sera notre génération qui va soit en souffrir, soit en profiter. Lassen Sie uns heute beginnen. Eine Welt, unsere Verantwortung. Wir haben gerade in diesem Film gesehen, wie wunderschön diese Welt ist, aber auch welche großen Herausforderungen wir haben und eben, dass wir dringend handeln müssen. Herr Minister, können wir den Planeten denn überhaupt noch retten? Aber selbstverständlich, wir müssen aber dazu umdenken und grundlegend verstehen, der Planet Erde gehört nicht uns, den Menschen, und schon gar nicht uns jetzt in dieser Zeit. Wir müssen in größeren Dimensionen denken. Der Planet Erde besteht seit 4 Milliarden Jahren. Wir, der Mensch, wir sind erst ganz am Schluss, wenn man 24 Stunden Erdgeschichte aufteilt, dann sind wir Menschen gerade 5 Minuten auf dem Planeten. Und wir schaffen es, diese Zerstörung und diesen gewaltigen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Also das muss uns bewusst sein. Der Planet gehört nicht uns. Nur ein Leben mit dem Planeten, in Frieden mit der Erde, wird eine Zukunft haben. Mhm. Herr Heinrich, der WWF setzt sich für Naturschutz in mehr als 80 Ländern ein. Sehen Sie das genauso und ist der Habitatsverlust vielleicht die Überlebensfrage der Menschheit? Ich fange hinten an. Der Habitatsschutz, das heißt ja der Schutz der Ökosysteme und das heißt im Prinzip der Schutz all dessen, wovon wir leben. Denn das vergessen wir schnell, dass wir fruchtbare Böden brauchen. Böden an sich sind schon Ökosysteme. Dass wir Sauerstoff brauchen, der wird in Wäldern und in den Ozeanen gebildet. Dass wir Wasser brauchen, die besten Wasserreservoirs und Filter sind wiederum Wälder etc. Das heißt, das alles dient uns ja. Und ohne das
Und das dürfen wir nie vergessen. Ohne das würde unser Leben kaum möglich sein. Ich sage kaum. Irgendwie würde der Mensch vielleicht noch Lösungen finden, dass ein paar ganz wenige Menschen es irgendwie schaffen würden. Aber das hat nichts mehr mit Lebensqualität zu tun. Das hat nichts mehr mit der Kultur zu tun, die wir heute kennen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Planet stirbt und dass die Menschheit stirbt. Der Wohlstand, die Lebensqualität, die Kultur ist hochgradig gefährdet. Das ist es. Der Planet wird irgendwie weiterkommen. Mhm. Ja? Aber wir schaufeln all dem, was wir lieben, was wir gern haben und was das alles irgendwie lebenswert macht, das schaufeln wir gerade weg. Und zwar genauso, wie ich sage, schaufeln, weil die Zerstörung von Ökosystemen ist nach wie vor das Hauptproblem. Ja. Und häufig ist eine Schaufel vorne dran. Herr Steffens, auch Sie beschäftigen sich ja auf verschiedenste Weise mit dem Thema Artenschutz, als Moderator von Terra X, als WWF-Botschafter und auch mit Ihrer Biodiversity Foundation. Jetzt sind Sie ja sehr viel in der Welt unterwegs. Was würden Sie denn sagen? Also was ist Ihr Eindruck von Ihren Reisen? Wie haben sich die Lebensräume in den Regionen in den letzten Jahren verändert? Das Traurige daran ist, dass man, wenn man so ein Leben führt, wie ich es führen darf, über 30 Jahre jetzt schon in der Welt unterwegs ist und dann auch immer wieder an Orte zurückkommt, dann wird man unfreiwillig zu so einer Art globalen Augenzeugen der globalen Vernichtung. Und leider ist es eben so, dass der Habitatsverlust, den Christoph Heinrich da gerade angesprochen hat, dass das ein absolut globales Phänomen ist. Also das kann man nicht regional begrenzen. Es ist im Grunde völlig egal, ob ich in die Arktis fahre und im Meereseis bohre, indem ich dann Plastik finde, ob ich in die Antarktis fahre und die Luftmessungen mir anschaue, ob ich in die Amazonas-Regenwälder fahre oder in die Wüstenregionen, die sich ausbreiten. Egal, wohin wir schauen. Der Mensch hat so tief in das Geosystem eingegriffen, dass sich wirklich alles verändert, das gesamte Gefüge. Und wir müssen uns ja die Erde, dafür ist der Blick aus dem Weltraum immer sehr gut, wie ein Raumschiff vorstellen. Und die Biodiversität, also die Artenvielfalt, das Leben an Land, das ist sozusagen das Lebenserhaltungssystem, von dem wir abhängen. Und wenn wir uns vorstellen, dass jeden Tag schätzungsweise 150 Arten aussterben, dann ist das so, als würde auf einem großen Raumschiff jemand jeden Tag an diesem Lebenserhaltungssystem ein paar Schrauben abdrehen. Das funktioniert natürlich noch eine ganze Weile weiter. Wir wissen nicht genau, wie lange, aber wir wissen, irgendwann wird dieses System instabil und dann ist die menschliche Zivilisation, so wie Christoph es gerade beschrieben hat, halt bedroht. Es geht natürlich nicht um die Frage, ob noch irgendwo in irgendeiner Höhle oder in einem Bunker ein paar Menschen überleben können. Das ist ja nicht die relevante Frage, aber die Zivilisation, der Wohlstand, das Lebensglück, so wie wir es kennen, das wäre dann tatsächlich bedroht. Ja, danke schön. Wir schauen uns auch jetzt noch ein paar Zahlen an zu dem, was gesagt wurde. Und zwar sind weltweit 75% der Landökosysteme durch den Menschen verändert. 3/4 aller neu auftretenden Infektionskrankheiten sind Zoonosen und alle 4 Sekunden, auch so eine Zahl, die bei mir immer bleiben wird, geht Wald in der Größe eines Fußballfeldes verloren. Wahnsinnige Zahlen. Und eine Zahl, die wir auf den Straßen Hamburgs bei einer Umfrage ermitteln wollten, ist die Frage gewesen, wie viele Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Da schauen wir jetzt auch mal rein, was dabei rausgekommen ist. Es sind mehr, als wir glauben. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es ist fürchterlich viel. Prozentual sind das bestimmt 40-50%. Ein Drittel aller Arten. Das stimmt, 3.000-4.000 mindestens. Wahrscheinlich zigtausende. Hunderte, 500 vielleicht schon. Ja, da waren jetzt ziemlich viele Zahlen dabei und einige waren schon ziemlich richtig. Es sind tatsächlich 1 Million von 8 Millionen Arten vom Aussterben bedroht. Ich glaube, wenn wir über Biodiversität reden, was Herr Steffens angedeutet hat, um das Gesamte zu verstehen, dieser Planet, den wir sehen, er wird voll durch den Menschen. Als ich geboren wurde, lebte nur die Hälfte der Menschen auf dem Planeten. Als Goethe geboren wurde, lebte nur 1 Milliarde. Als Jesus lebte, lebten nur 100 Millionen Menschen auf dem Planeten. Und heute sind es 7,3 Milliarden. Und in Kürze werden wir 8, 9, 10 Milliarden. Also es wird voll auf dem Planeten. Und damit, und das Zweite ist, wir leben nicht mehr so wie vor 150 Jahren. Wir erzeugen heute Energie, die moderne Technologie, Verkehre, Mobilität und all dieses, das Bevölkerungswachstum und die Industrialisierung, unsere Lebensform, der Konsum, Plastik ist ein Beispiel, der hinterlässt
einen gewaltigen Druck auf die Ökosysteme des Planeten. Das muss man, glaube ich, so verstehen. Und jetzt müssen wir zu Lösungen kommen. Wie können wir im Einklang Mensch, Tier und Natur in Balance leben? Das ist die große Herausforderung, aber es gibt Lösungen. Aber die Lösungen setzen voraus, dass wir es wollen, dass wir umdenken und dass wir in dieser Kreuzung wirklich neue Wege gehen. Wir kommen auf jeden Fall nachher zu den Lösungen. Ich würde gerne vorher noch auf einen Begriff eingehen, der vorhin gefallen ist, und zwar Zoonosen. Das haben ja viele Menschen jetzt in Bezug, also durch Corona, kennengelernt, diesen Begriff. Das ist ja eine von zwischen Mensch und Tier übertragene Infektion. Warum ist denn gerade in diesem Zusammenhang der Erhalt der Lebensräume so wichtig? Zoonosen, HIV, AIDS ist auch eine Zoonose, Ebola und jetzt haben wir Covid. Also Viren, die von Tieren auf den Menschen und dann vom Mensch weitergegeben werden, diese dramatische Covid-Pandemie im Augenblick. Und es gibt weitere jetzt schon identifizierte Viren, die ein großes Gefährdungspotenzial ebenso haben. Das Problem ist, der Mensch dringt immer weiter in Naturräume der Tiere vor. Bei Ebola, wissen wir, erfolgte die Übertragung durch eine Fledermaus. Bei Covid ähnliche Übertragungswege. Also es geht immer weiter in die Naturräume der Tierwelt. Das schlechteste oder beste Beispiel, aber das dramatischste Beispiel ist die Rodung der Regenwälder für Palmöl und für Soja. Und hier kommt der Mensch direkt mit Tieren in Berührung, die sonst nicht der Lebensraum des Menschen sind. Herr Heinrichs, der WWF kämpft ja seit Jahrzehnten dafür, genau diese Lebensräume zu erhalten. Wieso gehen die denn trotzdem immer weiter noch zurück, die natürlichen Lebensräume? Ja, unser Bedarf an Rohstoffen und an Nahrungsmitteln wächst sehr stark an. Und der wird durch zwei Faktoren getrieben. Den einen haben wir schon genannt, die Zahl der Menschen nimmt zu. Aber auch das, was die Menschen pro Kopf verbrauchen, nimmt zu. Und zwar nach wie vor. Mhm. Und Letzteres überwiegt übrigens. Also es ist nach wie vor ist dieser enorme Rohstoffhunger der Menschen gar nicht so sehr von der schieren Zahl der Menschen getrieben, sondern sehr viel stärker von einfach von unserem Lebensstil. Und da spreche ich uns in den reichen Industrieländern an, aber es sind auch die Schwellenländer, die ja mit einer ungeheuren Population gerade in Asien zu Wohlstand gekommen sind. Und da denen ist überhaupt kein Vorwurf zu machen. Aber wir müssen uns gemeinsam als Menschheit einfach fragen, wie organisieren wir das anders? Also wie organisieren wir unsere Rohstoffbedarfe, auch das, was wir essen, enormen Einfluss hat, gerade auf diese Fragen Palmöl, Soja, das sind ja alles Konsumartikel. Wie ernähren wir uns? Das ist eine der Schlüsselfragen, nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit von Ökosystemen. Und hier ist primär die Frage tierischer Produkte und vor allem von Fleisch ein völlig unterschätzter Faktor. Ein Faktor, der wahrscheinlich wesentlich größer ist als der Verkehr oder andere Faktoren. Denn man braucht unheimlich große Flächen, um Fleisch zu produzieren. Man könnte auf derselben Fläche 7 bis 10 Mal mehr Menschen ernähren, würde man hier die Kalorien nicht aus Fleisch beziehen. Und darüber werden wir nachdenken müssen. Darüber müssen wir nachdenken, denn es wird überhaupt kein Problem sein, auch 10, sogar 11 Milliarden Menschen auf der Erde gut zu ernähren. Das Problem existiert nicht, wenn wir es gut organisieren. Der Planet kriegt sie alle satt. Sogar unter Erhalt aller Ökosysteme, die heute noch da sind. Mhm. Es wird überhaupt nicht funktionieren, wenn wir diesen Fleischkonsum beibehalten und wenn noch mehr Menschen auf diesen Fleischkonsum kommen. Dann wird es nicht gehen. Ja. Sie hatten es beide gerade schon erwähnt, es gibt Lösungswege und wie die konkret aussehen kann, das schauen wir uns jetzt an. Biodiversity for Tanzania is one of the most precious heritages we have. Big names like the Serengeti National Park, known for the migration. This is a resource you cannot find anywhere else in the world. There are several reasons we must conserve biodiversity.
Tanzania. It is a national heritage, and any heritage must be safeguarded. It also contributes to the economy through tourism. Currently, up to 17% of the GDP in this country comes from the tourism sector. So if this biodiversity disappears, it means our economy will be impacted. And secondly, a lot of the areas which are most biodiverse are also catchment areas which protect water sources. So if this biodiversity disappears, it means rivers will dry and land will be degraded. The country can easily become a desert. So for this country, this biodiversity is absolutely crucial for survival. The government has set aside 30% of the land surface for conservation. That is a major commitment. Herr Müller, das Entwicklungsministerium ist ja auch das Nachhaltigkeitsministerium. Jetzt hat das BMZ seine Investitionen erhöht. Es werden Schutzgebiete geschützt, die eine Fläche haben, die 6-mal so groß ist wie Deutschland. Und jetzt gibt es auch noch den Weltnaturerbefonds, den Legacy Landscape Fund. Was genau steckt denn da dahinter? Also das Nachhaltigkeitsministerium, die nächste Regierung sollte und muss diesem Ministerium auch Gesetzgebungskompetenz geben. Dafür spreche ich mich aus, es muss hier eine Weiterentwicklung geben. Legacy Landscape, es gibt weltweit großartige Land- und Naturschutzgebiete, die es zu schützen gilt. Wir tun als öffentliche Hand, als Ministerium hier viel, aber noch viel mehr können private Investoren umsetzen. Und dieser Fonds ist ein Angebot weltweit, nicht nur national, weltweit. Wir haben diesen Fonds mit öffentlichen Mitteln aufgelegt und nun haben wir weltweit Investoren, die sich diesem Ziel verschrieben haben. Das Ziel ist, 30% der Land- und der Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Mhm. Und ich sage an der Stelle immer wieder, zeig nicht nur auf die Politik und auf die Wirtschaft und halte kluge Reden. Wir müssen vom Wort der Rede zur Tat kommen. Und da kann jeder bei sich anfangen. Ist jeder kleine Beitrag und jeder große. Es gibt auch so viele reiche Menschen, die sich hier engagieren. Herr Steffens, was würden Sie denn sagen? Sind solche Ansätze ein möglicher Weg aus der Krise? Ja, aber in diesem möglichen Weg steckt eben auch das Problem. Anders als zum Beispiel, wenn wir uns nur auf die Klimakrise konzentrieren, wo wir relativ klar auf eine Ursache zeigen können, ist halt das Leben an Land, also das SDG-Ziel, über das wir da heute reden, eines, das auf viele komplexe Probleme, mit vielen komplexen Problemen gleichzeitig umgehen muss. Also wir haben nicht die eine simple Lösung, um dieses Problem zu lösen, sondern wir müssen tatsächlich an vielen Punkten gleichzeitig angreifen. Ernährung, die Art, wie wir wohnen, die Art, wie wir uns bewegen, die Art, wie wir Energie erzeugen. Auch unser Naturverständnis, die Ethik der Natur gegenüber, die Forderung zum Beispiel 30% der Land- und Meeresflächen weltweit unter Schutz zu stellen, macht da sicherlich sehr viel Sinn. Also wir müssen tatsächlich unseren gesamten Lebensstil überdenken, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und das macht es auch so schwierig, darüber zu kommunizieren, weil wir halt nicht den einen klaren Feind, wie zum Beispiel das Treibhausgas Kohlendioxid beim Klimawandel haben, sondern wir haben hier viele Feinde gleichzeitig, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Und das macht so eine Veranstaltung wie heute eben auch so wichtig und die permanente Kommunikation. Also wir müssen tatsächlich jeder für uns, so wie Minister Müller das gerade gesagt hat, jeder von uns trifft jeden Tag mindestens 100 Entscheidungen, die irgendwie Einfluss auf die Welt haben. Beim Einkaufen, welches Druckerpapier bestelle ich im Büro, welche Kleidung ziehe ich an, wie fahre ich zur Arbeit, wie plane ich meinen Urlaub, wie heize ich, sind die Fenster offen oder zu. Also es gibt jeden Tag eine große Anzahl kleiner und kleinster Entscheidungen, die jeder von uns zu treffen hat. Und die summiert machen natürlich dann genau das aus, was Gandhi mal, glaube ich, ungefähr in dem sinngemäß in dem schönen Satz gesagt hat, wenn du willst, dass die Welt sich verändert, dann musst du bei dir selbst anfangen, und genau so zu sein. Ja, wir müssen diese Nachhaltigkeitsvereinbarungen auch sanktionieren in den Welthandelssystemen zum Beispiel. Es ist unglaublich, dass nach wie vor Regenwälder für Sojaimporte nach Europa brennen. Das kann und muss zertifiziert werden. Oder ich war vor kurzem im Senegal, dramatisch die Plastikflut. Ich bin total entsetzt. Aber wir sind nach wie vor in Europa nicht imstande, diese Kreislaufwirtschaft zu organisieren.
Müllexporte in fremde Länder. Wir müssen uns den Müll selber entsorgen. Und was die Wirtschaft anbetrifft, ist das das Thema Kreislaufwirtschaft. Und hier müssen wir Fahrt aufnehmen, Herr Steffens. Ich denke mal 20 Jahre zurück, Ulrich von Weizsäcker, Faktor 10, Ressourceneffizienz. Das ist ja nicht neu, was wir denken, aber wir haben 20, 30 Jahre diese Prinzipien nicht Realität werden lassen. Wir schalten jetzt mal live vor Ort nach Simbabwe zur Professorin Patience Gandiva. Sie ist Ökologin und Direktorin für internationale Naturschutzangelegenheiten bei der Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. Hello, Ms. Gandiva. It's great to have you with us. Hello, hi, thank you for having me. Please tell us a bit about the importance of saving biodiversity in Zimbabwe. What are the main challenges that you're facing? Thank you very much. Saving biodiversity is saving our culture, it's saving ourselves, it's saving our spirituality, it's saving our identity, and it's saving our life. Biodiversity is important for Zimbabwe as we realize and we recognize that Zimbabwe is one of the biodiverse countries in sub-Saharan Africa with over 200 endemic species, those species that you can only find in Zimbabwe. So we believe that this is very important as there are very key dimensions to biodiversity. For balancing the ecosystems, we need biodiversity as every species has got an important role to play. We save biodiversity to support our production and economic systems as most of our systems are nature-based. So it is very important for us to conserve our biodiversity because it is our present and it is our future. And can you tell us a bit about the difficulties of financing parks, especially in the light of the COVID pandemic? Yes, we realize that there are so many challenges now that we are facing from the COVID-19 global pandemic that has really crippled the tourism industry, because most of our models for financing protected areas have been dependent so much on tourism, the tourism industry. So with the COVID-19 pandemic and the shutting down of the industry, it has left us with very little revenue to sustain our park operations. It has left us with very little revenue to manage human wildlife conflicts. And it has really left us with huge budget deficits to sustain our operations, to pay our staff, and also to support community-based conservation initiatives so that we can have our communities as the first line of defense against poaching and wildlife conservation. Yeah, you were talking about the lack of financial resources and the consequences. Now I would like to know, how do you ensure that you involve the local population? How do you make sure that they also benefit from the parks? Thank you very much. We make sure that the local communities actually benefit from the parks by making sure that we have meaningful engagements with the community. We make sure that we also mobilize resources to capacitate ourselves to be able to do that which is compromised by budget deficits, thanks to initiatives like the Transfrontier Conservation Areas Initiative, which is supporting our local communities to venture into other non-traditional means or even nature-based livelihood options. We are also very grateful even to the initiatives that are coming up like the Legacy Landscape Fund, which is, we are so hopeful and excited about it because it will enhance the capacity of the protected area system such as Gonorejo National Park to be able to play its role in the socio-ecological landscape of the Great Limpopo Transfrontier Park. We're making sure that we involve local communities through establishment of initiatives such as a community conservation bank that the Gonorejo National Park already started. We're making sure that we also
meaningfully engage communities in through community layers and education and awareness programs, and also revising or revisiting our campfire model, which is the community areas management program for indigenous resources that we have implemented as a country. And we want to make sure that conservation counts at grassroots level and people can live in harmony with nature, so that we can be able to contribute meaningfully to our obligations at national level to various sustainable development goals that we believe we can attain even in the post-2020 framework. Ms. Gandiva, thank you very much. We wish you and the parks all the best. Projekte sind ja super, aber brauchen wir nicht so ein generelles Umdenken in der Politik? Jetzt findet ja die 15. Weltnaturschutzkonferenz in China statt. Muss es hier nicht zu einem grundlegenden Durchbruch kommen? Was sagen Sie? Ja, ich will das nochmal verstärken. Ich versuche immer, es auf auch Grundprinzipien runterzubrechen, was die Kollegin aus Simbabwe eben gesagt hat. Schützen und nützen. Mhm. Wir dürfen Natur nützen, aber es muss nachhaltig geschehen. Und wir müssen sie schützen vor Überfischung, vor Überdüngung. Und das ist das Entscheidende. Keep in balance. Ich bin ein Bauernsohn. Ich habe das von meinem Vater gelernt. Aber heute läuft vieles aus dem Ruder. Ich nenne ein Beispiel. In Argentinien war ich zu Besuch auf Sojafeldern. Dann frage ich die Bauern, wie oft baut ihr Soja an in der Fruchtfolge? Ich habe zu Hause gelernt, also Mais zum Beispiel, wir haben kein Soja angebaut, baut man nicht mal ein zweites Jahr, sondern immer abwechselnd in der Fruchtfolge. Dann sagt er, wir bauen Soja hier seit 10 oder 15 Jahren an. Mhm. Es ist undenkbar, dass das nicht zulasten der Biodiversität im Boden, der Bodenfruchtbarkeit geht. Also schützen und nützen. Das ist im Wald auch das Thema. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja, Carlo Witz, aus der Waldwirtschaft. Ich darf so viel einschlagen, wie wieder nachwächst. Und das, dieses Maß und Mitte zu halten, in Einklang, Balance mit der Natur zu leben, das geht in einer globalisierten Welt ein Stück verloren. Weil Sie haben sich heute früh die Haare gewaschen. Nee, gestern. Gestern, gut, mit Shampoo. Bestes Shampoo. Und in diesem Shampoo war zu 99% Palmöl verwendet. Palmöl aus Malaysia, dafür brennen Regenwälder. Kaffee von Plantagen aus Westafrika oder Brasilien, dafür arbeiten Kinder und so weiter. Mhm. Und diese globalen Zusammenhänge sind im Einzelnen kaum noch nachvollziehbar, verständlich. Ja. Herr Steffens, was fordern denn Sie von der Politik und auch von der Weltnaturschutzkonferenz? Naja, es gibt natürlich das, was wir vorhin angesprochen haben, viele Möglichkeiten für jede und jeden Einzelnen etwas zu unternehmen. Aber es gibt eben auch die großen Hebel, die Rahmenbedingungen, die nicht durch persönliches Ökoheldentum jetzt erreicht werden können. Und da ist die Politik, das muss man so klar sagen, unverzichtbar. Ja. Also es muss Rahmenbedingungen geben, innerhalb derer sich ökologisches Wirtschaften, am Ende geht es ja auch in der Ökologie immer um Geld, all das, was wir erreichen wollen, kostet Geld und dafür braucht man eben eine florierende Ökonomie. Also das, was ökologisch sinnvoll ist, muss sich am Ende mehr lohnen als das, was ökologisch nicht sinnvoll ist. Und das kann natürlich über gesetzliche Bestimmungen geschehen, das kann aber auch schlicht über das gute alte, ich benutze da gerne den guten alten Begriff, Steuern. Die heißen ja so, also der Anteil des Geldes, den der Staat sich abzieht für seine Aufgaben, der heißt ja Steuern. Der heißt ja nicht irgendwie Abzug oder ich klaue euch was, sondern der heißt Steuern, weil der Staat mit diesem Geld die Möglichkeit hat, unsere Gesellschaft in bestimmte Richtungen zu steuern. Und die Preise zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn man mal bei dem Beispiel von Herrn Müller bleibt, wie wichtig die Biodiversität im Boden ist. Also in einer Handvoll Muttererde leben ja mehr Lebewesen als Menschen auf dem ganzen Planeten, muss man sich mal vorstellen. Und die machen die Erde ja jetzt fruchtbar. Wenn man es schaffen würde, dass nachhaltig produzierte Lebensmittel auch im Supermarkt preiswerter sind als die, die auf Kosten der Natur und damit auf Kosten der Allgemeinheit produziert worden sind, dann bräuchte man wahrscheinlich gar keine Verbote und Gesetze und Vorschriften, sondern vieles würde sich einfach innerhalb einer freien Marktwirtschaft von alleine regeln.
Und das kann eben nur die Politik. Das ist die vorrangigste und wichtigste Aufgabe der Politik, genau das zu leisten. Und da hat Herr Steffens jetzt einen Punkt gemacht, den ich vom WWF gelernt habe, Herr Heinrich, und von Herrn Brandes. Natur hat ihren Preis. Mhm. Wir dürfen nicht einfach meinen, es hat nicht seinen Preis. Ich bleibe mal kurz beim Tropenwald, aber Herr Heinrich kann das sicher ausführen. Wir werden in Kürze ein Tropenwald-Symposium umsetzen mit den großen, also Regionen Indonesien, Amazonas und Kongo-Becken. Und die Minister sagen mir dort, wir erhalten den Tropenwald, wir wissen um die Bedeutung für die Biodiversität und als globales Gut für die Menschheit, aber dann müsst ihr dafür bezahlen. Wir müssen leben in Amazonien, wir müssen leben im Kongo-Becken. Das ist ein Schutz- und Naturgut, auch für euch ein globales Gut. Und dann müsst ihr dafür auch einen Preis bezahlen. Ja. Und das sind wir leider bisher nicht bereit. Herr Steffens, was fordern Sie denn dann oder was auch erwarten Sie sich vielleicht von der Weltnaturschutzkonferenz? Also ich bin im Laufe der Jahre, ich bin ja schon eine ganze Weile dabei, vorsichtig geworden mit konkreten Erwartungen. Es gibt eine ganze Reihe, seit Rio, ich glaube, das war 1992, damals ein großes Hoffnungssignal für die Welt, haben wir ja auf diesen Konferenzen auch viele Rückschläge erlebt. Wir dürfen natürlich trotzdem nicht aufgeben und müssen bei jeder einzelnen großen Umweltkonferenz wieder hoffen, dass nun ein Durchbruch gelingt. Ich bin allerdings skeptisch, dass das gelingen wird, aber ich bin auch nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben, denn tatsächlich ist der Optimismus dabei Pflicht. Schon deshalb, weil wir gar keinen Planeten B haben. Es gibt keine Alternative dazu. Und deshalb ist Ärmel hoch, also die Ärmel hochkrempeln und es immer wieder versuchen, das, was wir tun müssen. Und ich glaube, dass hier auch der stete Tropfen dann tatsächlich den Stein hüllt, weil ökologische Interessen werden immer mehr zu wirtschaftlichen, zu ökonomischen Interessen. Wer jetzt die Technologien in seinem Land etabliert, mit denen man in 10, 20 Jahren noch erfolgreich nachhaltig wirtschaften kann, der wird in der Weltwirtschaft die führende Rolle einnehmen und immer mehr Wirtschaftsunternehmen und auch immer mehr Politiker und Politikerinnen überall auf der Welt begreifen das. Und das ist die Mechanik, die wir hoffen können, denn es gibt ja nicht nur in der Natur Kipppunkte zu Negativen, sondern es gibt ja auch in der Gesellschaft Kipppunkte. Also wenn eine bestimmte Zahl von Menschen eine gewisse Überzeugung hat, zum Beispiel, dass Demokratie gut ist oder dass Umweltschutz notwendig ist, dann bekommen die Dinge eine Eigendynamik. Und ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir nah an diesem positiven gesellschaftlichen Kipppunkt sind. Herr Heinrich, was fordern Sie denn von der Weltnaturschutzkonferenz? Also zunächst mal wünschen wir uns, dass dieser strategische Plan, der jetzt für die nächsten zehn Jahre festgelegt wird, dass der wieder anspruchsvoll ist. Das heißt, gute Ziele setzt. Aber die Ziele waren auch in der Vergangenheit schon gar nicht schlecht. Also die Staaten haben sich auf erstaunlich gute Ziele festgelegt. Deswegen hat Dirk Steffens insofern recht. Viele Menschen haben es verstanden, auch viele Regierungen haben es verstanden und sind auch in der Lage, sich mit anderen Regierungen über gute Ziele zu verständigen. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Warum ist dann so wenig passiert? Denn die Ziele werden alle, ohne Ausnahme, alle gerissen. Und das war schon in der 10-Jahres-Periode vor der jetzt auslaufenden auch schon so. Und zum Running Gag ist ja das Ziel geworden, wir stoppen das Artensterben. Das war damals ein historisches Ziel. Bis 2010 wollte man das Artensterben gestoppt haben. Ein fantastisches Ziel damals. Das hat wirklich Hoffnung gemacht. Natürlich war 2010 da und das Artensterben war überhaupt nicht gestoppt. Im Gegenteil, es hatte sich beschleunigt. Dann hat man im Jahr 2010 für das Jahr 2020 exakt das gleiche Ziel in die Zukunft fortgeschrieben. Jetzt ist 2020 vorbei, das Artensterben läuft weiter. Trotzdem setze ich mich dafür ein, dass das gleiche Ziel aufrechterhalten bleibt. Aber es gibt ja weitere Ziele. Viel wichtiger als diese Ziele ist die Frage, wie organisiert man die Umsetzung? Und da war diese Konferenz über biologische Vielfalt sehr schwach. Und hier gibt es zwei Dinge, die müssen diesmal erledigt werden. Das eine ist, wir brauchen endlich einen Mechanismus, der transparent macht, was passiert. Ordentliches Berichtswesen. Einige Staaten senden jedes Jahr, die sind verpflichtet, jedes Jahr einen Bericht einzureichen. Sie senden jedes Jahr, seit 20 Jahren, den gleichen Bericht ein. Das heißt, sie sprechen hohn den Zielen, die sie selbst vereinbart haben. Also ein Berichtswesen, das auf denselben Standards über dieselben Dinge berichtet, damit transparent wird, wo was Gutes passiert und wo es noch nicht passiert. Mhm. Und das Zweite und das nochmal Entscheidende, und das wäre dann auch wieder ein Blick hin zur, vielleicht dann zur zukünftigen Bundesregierung, es ist die Finanzierung natürlich. Ja, hier wie überall, wenn hier die Staatengemeinschaft nicht die notwendigen finanziellen Mittel organisiert,
wird eine Trendwende nicht passieren. Und Minister Müller hat das eben völlig zu Recht gesagt. Natürlich fragen Entwicklungsländer danach, was gebt ihr uns denn? Wir brauchen es doch so dringend. Wir haben die Tropenwälder, wir haben die wertvollen Ökosysteme wie in Simbabwe, wir haben großartige Tierbestände. Helft ihr uns dabei, das zu finanzieren, dass das erhalten bleibt? Und hier muss die Antwort laut und deutlich ja sein. Ganz kurz noch zu Deutschland. Deutschland ist einer der führenden, wenn nicht sogar der führende Finanzierer für Naturschutz weltweit. Wirklich eine starke Rolle, wir können stolz sein. Aber es reicht nicht. Es reicht in zwei Hinsichten nicht. Einerseits, selbst der Beitrag Deutschlands reicht noch nicht. Er ist jetzt, wenn man ihn großzügig bemisst, 1 Milliarde im Jahr. Das ist besser als alle anderen. Es reicht nicht. Wenn das, was wir jetzt in der Eifel gesehen haben, die Ursachen dafür liegen doch nicht nur hier, die liegen doch auch in Afrika und in Amazonien. Also wir tun uns ja auch selbst was Gutes. Das ist das eine. Also die nächste Bundesregierung wird erkennen müssen, sie muss mehr investieren, weil das ist auch für unser eigenes Wohl. Und das zweite ist, es müssen viel mehr Länder mitziehen. Deutschland alleine, selbst wenn wir es verzehnfachen, wird Deutschland alleine es nicht schaffen. Also werben, dass andere da mitmachen. Hier ist eines, ist Partnerschaften zur Erreichung der Ziele bilden. Das ist das SDG 17. Das war unser erstes, genau. Ganz wichtig. Ja? Zum Finanzieren muss ich einen Nachschlag machen. Das kann nicht alles über öffentliche Gelder kommen. Und deshalb sage ich immer wieder, der Handel, fairer, ökologisch, sozialer Handel ist die Kette von reich zu arm. Ich mache das an einem Beispiel, wie das mit Biodiversität zusammenhängt. Ich war in Bananenplantagen in Mexiko. So, das Kilo Banane wird dort eingekauft für 12 Cent. 12 Cent hier für den deutschen Markt über Chiquita und andere große verteilt. Durch diesen Preisdruck sind die Menschen vor Ort gezwungen, nicht nur Kinder zu beschäftigen, das ist das eine, sondern den ökologischen Druck auf die Fläche, auf die Produktivität so zu erhöhen durch den Einsatz von entsprechender Pflanzenschutzmittel, Spritzmittel und so weiter zulasten der Biodiversität, weil sie müssen pro Hektar höhere Erträge erwirtschaften. Das könnte ich bei Orangen, das Beispiel, das könnte ich bei Kaffee. Und deshalb müssen wir bereit sein, einen Mindestpreis, der fair ist, für den Schutz von Natur und Mensch vor Ort zu bezahlen. Wenn wir diesen Menschen 25 oder 30 Cent für das Kilo Bananen bezahlen, dann können ökologische Standards umgesetzt werden in der Produktion und aber auch soziale. Und dann erhalten wir Biodiversität. Und wenn ich da noch ganz kurz anschließen darf, denn eines hätte ich da fast eben vergessen, was aber enorm wichtig ist. Jetzt habe ich gesagt, also Schutzgebiete und tolle Ziele, ist ganz wichtig. Ja? Diese Kontrollmechanismen sind wichtig, Finanzierung ist wichtig, aber auch die Verursacher besser adressieren. Und da sind wir wieder bei der Landnutzung. Wir werden immer wieder auf die Landnutzung zurückkommen. Die Art, wie Landwirtschaft betrieben wird, entscheidet am Ende darüber, wie die Wälder aussehen, ob es überhaupt noch Wälder gibt. Denn es ist ein Irrglaube, dass sozusagen der Tropenholzkonsum alleine die tropischen Wälder schwinden lässt. Nein, es ist unsere Ernährungsweise, viel mehr als alles andere und zunehmend mehr übrigens auch der Rohstoffabbau. Der Rohstoffabbau hat vor allen Dingen in Tropenländern Dimensionen angenommen, die weit über ein Loch in der Erde hinausgehen. Da werden ganze Landschaften weggebaggert. Ja? Und das hat wiederum mit moderner Technologie zu tun. Das hat wieder etwas damit zu tun, dass wir keine ausreichende Kreislaufwirtschaft haben. Dass wir viel zu viel wegwerfen, anstatt es in geschlossene Kreisläufe zurückzugeben. Also, das ist genauso wichtig. Und da sind wir dann auch wieder bei der heimischen Politik und bei uns allen selbst. Circular Economy, Kreislaufwirtschaft ist das Modell. Das eine und die zweite Forderung, nicht Forderung, sondern was wir umsetzen müssen, sind die Nachhaltigkeitskapitel in internationalen Handelsabkommen sanktionierbar zu gestalten. Ja. Wir haben im Mercosur-Abkommen und in den asiatischen Abkommen Nachhaltigkeitskapitel, wo alle diese Ökostandards in der Produktion theoretisch festgelegt sind, beim Sojaanbau, beim Palmölanbau, aber sie sind nicht sanktionierbar. Und damit geht der Markt seinen Weg. Also sanktionierbare internationale Nachhaltigkeitskapitel in den Handelsverträgen. Das muss in der Koalitionsvereinbarung der nächsten Bundesregierung stehen und das muss der Entwicklungsminister, der nächste hier, administrieren. Dann werden wir konkret.
Ich würde jetzt gerne die Runde abschließen mit einer Frage, die ich an Sie drei stelle. Und zwar, was ist denn Ihre zentrale Schlussfolgerung aus unserem Gespräch? Herr Müller, was sagen Sie, was ist Ihre zentrale Schlussfolgerung? Schaut Terra X und dann versteht ihr die Welt. Das ist die beste Sendung, die der öffentlich-rechtliche Fernsehen anbietet. Super. Selbst meine Kinder sind begeistert. Das war Ihre Schlussfolgerung. Sehr schön, danke. Wenn ich da jetzt passend dazu, genau. Ja, weil man muss die Zusammenhänge verstehen. Und Biodiversität ist so ein Problem, das kannst du nicht so einfach erklären. Das ist nicht so greifbar. Und das ist der Punkt, wir sollten uns angewöhnen, dass wir immer versuchen, nicht nur die ganz kurzen Zusammenhänge zu sehen, nämlich ich gebe wenig Geld aus und kriege trotzdem viele Lebensmittel dafür, sondern dass wir immer versuchen, etwas weiter die Zusammenhänge zu denken, egal worum es geht. Die Überflutung in der Eifel zum Beispiel, die Christoph gerade erwähnt hat, die hat ja lokale, regionale und internationale Ursachen gleichzeitig. Und wir müssen uns angewöhnen, dass bei jedem Naturthema, insbesondere bei der Landnutzung, bei dem Leben auf dem Land, unserem Thema heute, dass eben auf der ganzen Welt tatsächlich alles mit allem zusammenhängt. Und jede einzelne Handlung, die ich in meinem Leben ausführe, hat irgendwo auf der Welt Folgen. Wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, dann kann man vielleicht auch viel leichter dazu kommen, jeden Tag nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und wenn das jeder Mensch macht, dann haben wir gewonnen. Ja. Herr Heinrich, was ist Ihre zentrale Schlussfolgerung? Wir müssen im September alle wählen gehen, denn Politik ist ganz wichtig. Wir brauchen gute Politik, wir brauchen eine gute neue Bundesregierung, wir brauchen ein gutes Entwicklungsministerium. Das deutsche Entwicklungsministerium ist ein Leuchtturm, das kann man wirklich sagen, weltweit. Und das muss so weitergehen. Und ich schließe das Umweltministerium und viele andere Akteure der jetzigen und der zukünftigen Bundesregierung mit ein. Und wir brauchen eine gute Klimapolitik auch. Ja? Und ein gutes Bundesverfassungsgericht, wenn es mit der Politik nicht klappt. Sie haben vor 10 Jahren eine Forderung auf den Tisch gebracht. Das müssen wir nur administrieren. Jede Schule, jeder Kindergarten sollte einen Schulgarten besitzen. Denn Herr Steffens hat vorher gesagt, mehr Kleintiere, Lebewesen sind in einer Hand Waldboden als Menschenleben. Das kannst du aber nur erfassen, wenn du mal Boden in der Hand hattest, wenn du was angepflanzt hast, wenn du siehst, wie Schmetterlinge landen. Und deshalb sollte jede Schule in Deutschland einen Schulgarten bestellen. Das ist doch konkret. Finde ich super, ja. Hätte ich auch gern gehabt. Ja. Kann man denn eigentlich sagen, dass die SDGs auch irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen? Also auf der einen Seite sollen 30% der Landflächen unter Schutz gestellt werden, auf der anderen Seite wächst natürlich die Weltbevölkerung und muss irgendwie ernährt werden. Was sagen Sie dazu? Ich sage, dass das eine super Frage ist, weil sie die Chance gibt, mal drüber nachzudenken, wie wichtig diese Ökosysteme eigentlich dafür sind, dass wir Menschen ernähren können und dass wir hier gut leben können. Wehe, wenn wir hingehen und sagen, räumt jetzt die Ökosysteme aus dem Weg, wir brauchen mehr Ackerfläche. Was werden wir denn dann für Klimakatastrophen erwarten? Was werden wir dann für Stürme sehen, die den fruchtbaren Boden wegwehen? Wo soll das Wasser herkommen? Wo soll der Sauerstoff herkommen? Nein, nein, das steht gar nicht in Konkurrenz. Ganz im Gegenteil, das muss alles miteinander gedacht werden. Alle SDGs müssen miteinander gedacht werden. Die machen sehr viel Sinn, die sind klug gewählt. Wenn man bösartig ist, kann man die alle gegeneinander ausspielen. Da kann ich sogar sagen, Land gegen Wasser kann ich ausspielen. Was für ein Blödsinn. Unbedingt zusammendenken. Das wäre meine Antwort. Ich habe hier auch nur Nicken gesehen, rechts und links. Ich glaube, da sind sich alle einig. Ne? Und man muss ja sagen, dass ja diese scheinbaren Gegensätze oft konstruierte sind. Und es beginnt damit, dass immer noch Ökologie und Ökonomie gegeneinander in Stellung gebracht werden, was immer schon Unsinn war, weil eine florierende Wirtschaft nur in florierenden Naturräumen funktionieren kann, weil daher die Rohstoffe und überhaupt alle Ressourcen kommen, die wir brauchen, um zu wirtschaften. Also es hat den Widerspruch zwischen diesen einzelnen SDGs nie gegeben. Ja, und Biodiversität und Klimaschutz sind Zwillingsschwestern. So würde ich das umschreiben. Aus dem Gespräch heute ziehen wir folgende Thesen, die wir gerne mit Ihnen in den sozialen Netzwerken besprechen würden. Und zwar unter dem Hashtag Zeitfragen.